Warum eigentlich monumental? Visuelle Unterstützung kreieren, unsere Heimat präsentieren, dass Soundcloud-Sets einfach nicht den Vibe transportieren. Hi, ich bin Dennis von Monumental und ich möchte euch heute etwas über unser Projekt erzählen. Warum eigentlich monumental? Ich denke, am Anfang haben wir einen Titel gesucht, der das Ganze umschreibt und beschreibt. Und monumental, die Definition, wird einfach den Locations, an denen wir unsere Videos drehen, am ehesten gerecht. Die Idee, derartigen Content zu produzieren, ist irgendwann im Jahr 2018 entstanden. Und auch wenn das Ganze vor dem aktuellen Streaming-Hype war, waren wir bei weitem nicht die Ersten. Da gab es ganz andere Formate, die schon auf globaler Ebene unterwegs waren. Was einfach neu war bei der Sache, ist, dass wir unsere Heimat präsentieren konnten. Der grundlegende Gedanke und Trigger für die ganze Sache war, dass Soundcloud-Sets einfach nicht den Vibe transportieren können, den die Musik eigentlich aussagen will. Aufgefallen ist mir das Ganze, als ich mir Aufnahmen von Sets angehört habe, die ich live erlebt habe. Und zu Hause im stillen Kämmerchen war die Musik einfach nichts mehr Besonderes. Einfach nicht das gleiche Erlebnis, das ich damals auf einem Festival live erlebt habe. Aus diesem Beweggrund wollten wir eine gewisse visuelle Unterstützung kreieren, die die ganze Musik in einen anderen Kontext setzt. Und letztendlich ist das Ganze auch initiiert worden, um die Heimat und die Region wieder stärker ins Bewusstsein der Menschen zu rufen. Und gerade jetzt in der turbulenten Zeit kommt dem Ganzen vielleicht eine ganz andere Bedeutung zu, wenn man seine Region und seine Heimat wieder neu entdecken kann. Alle Beteiligten des Monumental-Teams waren zu dem Zeitpunkt schon in einem gewissen Alter, bei dem man aus den verschiedensten Gründen schon mal von zu Hause weggegangen war. Aber uns alle hat es wieder an den Ort zurückgezogen, den wir unsere Heimat nennen. Nach sehr langer und aufwendiger Planungsphase konnten wir dann endlich im Jahr 2019 durchstarten und die audiovisuelle Geschichte des Lothar-Denkmals im Schwarzwald erzählen. Und nach mehr als einem Jahr sitze ich jetzt hier in meiner Wahlheimat und durfte euch am größten Wasserfall von Europa meine Musik präsentieren. Die reizvolle Location haben wir ausgewählt, um dem Begriff monumental weiterhin gerecht zu werden. Denn was ist größer, monumentaler, eindrucksvoller oder auch majestätischer als ein 23 Meter hoher Wasserfall? Nach den zwei produzierten Videos kann ich sehr zufrieden zurückblicken, was wir im Team von Null auf die Beine gestellt haben. Und ich denke, wir sind noch lange nicht bei 100% angekommen. Man muss bedenken, dass wir für die Vermarktung auch nur unsere persönliche Reichweite in den sozialen Netzwerken benutzt haben. Ohne Marketingbudget ist das Ganze auch nicht einfach, denn auch der beste Content heißt nicht automatisch eine große Reichweite. Deshalb auch an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an alle, die uns unterstützt haben, die unsere Beiträge geteilt haben, sie ihren Freunden geschickt haben und Traffic auf unseren Beiträgen generiert haben. Genau auf euch sind wir angewiesen, zu 100%. Wenn ich von wir spreche, dann rede ich überwiegend von Max hinter der Kamera, der den ganzen Part der Post-Production und Videoproduktion hat, und von mir vor der Kamera. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, wer ist eigentlich Max? Auch wenn er im ganzen Projekt eher den unauffälligeren Part hat, ist er an der einen oder anderen Stelle schon mal aufgetaucht. Max hat irgendwas mit Medien studiert und ich mit Paragraphen, und ich glaube, zusammen geben wir einen super Mix ab. Dann natürlich nicht zu vergessen der engere Freundeskreis, den wir mit unserer unglaublichen Euphorie angesteckt haben und ohne den der ganze logistische Aufwand, mit dem so ein Projekt einhergeht, gar nicht zu bewältigen gewesen wäre. Jetzt blicke ich voller Freude in die Zukunft. Mal sehen, was da so alles auf uns wartet. Wir versuchen jetzt nach zwei Sets von meinem Alter Ego Chaos neue Künstler zu akquirieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, in unserem Format ihre musikalische Geschichte zu erzählen.